Der Zufall spielt in jeder Liebesgeschichte, in jeder Berufsgeschichte, in jeder menschenverändernden Geschichte eine große Rolle. Und das mögen die Leute nicht so gerne, weil sie lieber selbst ihres Glückes Schmied sein möchten. Auch ihres Unglückes Schmied sein möchten. Wenn wir im täglichen Leben von Zufall sprechen, dann meinen wir eher, das ist unwahrscheinlich. Wir können uns nicht erklären, warum wir uns jetzt gerade getroffen haben. Beispielsweise war es sehr unwahrscheinlich, dass ich einmal einen Freund in einem Flugzeug von New York nach San Francisco traf, den ich 8 Jahre vorher kennengelernt habe, eine Woche lang. Da saß ich im Flugzeug und habe plötzlich seine Stimme gehört. Jung würde mit den Alchemisten sagen, im Zufall ist immer ein merkurialer Geist mit präsent, ein dionysischer Geist, irgendetwas, das plötzlich aufblitzt, das sehr verschieden ist von diesem Geist der Linearität, der Schwere, der Methodik. Eigentlich versuchen wir ja dadurch, dass wir sagen, das ist bloß Zufall gewesen. Die Bedeutung, die wir vorher schon in das Ereignis reingelegt haben, indem wir es nämlich überhaupt erst wahrgenommen haben als solches und abgehoben vom Hintergrund, die versuchen wir dadurch wieder wegzudiskutieren. Ja, wir sagen, das ist ja bloß Zufall gewesen. Wie zufällig ist der Zufall? Das ist eine Frage, die den Menschen begleitet, seit er sich denkend mit seinem Schicksal beschäftigt. In dieser Installation von Ulrike Gabriel sollen zwei Personen versuchen, ihre Gehirnströme zu synchronisieren. Wenn das gelingt, leuchten die Scheinwerfer über der Rollbahn auf und die käferartigen Gebilde beginnen zu laufen. Wer dieses Arrangement nicht durchschaut, mag hinter dem Ganzen den Zufall vermuten. Aber was synchronisiert die Gehirnströme dieser beiden Frauen? Wo sind die Wurzeln des Zufalls? In der alten Physik von Newton, da schien die Welt deterministische Gesetze zu folgen. Und so war so im Prinzip die Gegenwart durch die Vergangenheit bestimmt. Und da kam auf einmal die Quantentheorie und sagt, nein, das ist falsch, da in der Natur ereignen sich Quantenprozesse, etwa radioaktive Zerfälle, die nur vom Zufall abhängen. New Mexico. Hier lebt der Physiker Helmut Schmidt seit seiner Pensionierung. In die USA kam Schmidt mit einem Vertrag von Boeing. Er hatte sich in seinem Studium mit der Interaktion zwischen Geist und Maschine beschäftigt. Das interessierte auch den Flugzeughersteller. Als Möglichkeit für futuristische Steuerungssysteme, genauso wie als potenzieller Verursacher von Flugzeugabstürzen. Diese Arbeit setzt Schmidt bis heute fort. Die Quantentheorie sagt, es gibt Quantensprünge, die einmal im Prinzip nicht vorhersagbar sind und zweitens natürlich nicht beeinflussbar sind durch unseren Willen. Ich wollte zunächst als ersten Schritt zeigen, dass mit der Physik etwas experimentell nicht stimmt, dass man experimentelle Widersprüche zur Physik aufweisen kann, wenn man den menschlichen Beobachter mit einbeschließt. Diese Maschine enthält innen ein radioaktives Präparat, weil Radioaktivität die Urquelle des Zufalls ist, vom Standpunkt der Physiker gesehen. Was diese radioaktive Quelle macht, sie wirkt wie ein Würfel, erzeugt Zufall. Und mit dieser Maschine wollen wir das psychologisch attraktiv machen.
Man könnte sich vorstellen, wie bei einem Spiel, wo zwei Parteien gegeneinander würfeln. Der eine kriegt eine 6 Schritte in der Richtung, der andere eine 2 Schritte in der Richtung. Und so macht die Lampe Schritte in einer Richtung und dann in der anderen Richtung. Und die Aufgabe ist nun, mit unserem Geist, mit unserer Persönlichkeit zu versuchen, sagen wir, das Meer rechts herum in Betrieb zu setzen. Wenn man Schmidt folgt, dann liefern seine Experimente den Nachweis für eine Verbindung zwischen seinem Zufallsgenerator und der Testperson. Dann bestünde zwischen Geist und Materie ein bislang nicht erklärter Zusammenhang. Der Zufall wäre kein Zufall mehr. Ja, ich kann Ihnen noch eine der früheren Maschinen zeigen. Das war tatsächlich die allererste, mit der wir Psychokinese versucht haben. Tatsächlich, ich habe erst gar nicht dran geglaubt. Ich hatte die Maschine gebaut und ich stand da und wir hatten nicht den Mut, es wirklich ernstlich zu versuchen. Und das hier ist das Ergebnis der ersten Maschine. Die ist im Prinzip sehr ähnlich. Wir haben diesen radioaktiven Zerfall im Inneren. Dann einen, sagen wir, einen Münzwerfer, der sagt rechts oder links. Und entsprechend springt das Licht hier rechts oder links herum. Es scheint so, dass da eine Wechselwirkung zwischen dem Menschen und der Materie ist, die in der Physik einfach noch unbekannt ist. Und da ist halt die große Frage, müssen wir entweder die Physik vielleicht erweitern, um diese Effekte einzuschließen, oder müssen wir sagen, die Physik hat ihre Grenzen, wo das Bewusstsein beginnt, da ist eine neue Welt, die vielleicht immer unbekannt bleiben wird. Zufall gibt's nicht. Eine völlig unsinnige Äußerung, weil jeder Mensch weiß, dass es Zufälle gibt. Aber noch merkwürdiger ist, dass Leute, die das Gegenteil voneinander ausdrücken, diesen Satz benutzen. Die einen sagen es mit hartem Unterton, Zufälle gibt's nicht, also alles Humbug. Die anderen sagen es mit weichem Unterton, Zufälle gibt's nicht. Sozusagen die Fügung, Schicksal, der liebe Gott oder wen immer sie meinen, der Weltgeist ist für sie in diesem Satz drin. Es gibt Wissenschaftler, die versuchen, eine Brücke von der harten zu der weichen Auffassung zu schlagen. Diese Maschine steht in Princeton im Labor des Ingenieurs Professor Robert Jahn. Einzeln betrachtet nimmt jede Kugel eine zufällige Bahn. Aber alle zusammen bilden die berühmte Gaußsche Verteilungskurve. Nur stimmt die nicht immer ganz genau. Und das interessiert Professor Jahn. The name PAIR is an acronym for Princeton Engineering. Am PAIR-Institut untersuchen wir als Ingenieure solche Abweichungen, die sich anscheinend auf menschliche Intention zurückführen lassen. From an engineering perspective. Wir interessieren uns ganz praktisch dafür, welche Auswirkungen die Anomalien, die wir beobachten, auf gegenwärtige und zukünftige technische Systeme haben. Ursprünglich wollten wir eigentlich nur herausfinden, wie anfällig technische Systeme dafür sind, aber wir merkten sehr schnell, dass wir einer weit größeren Sache auf der Spur waren. Fairly rapidly that the implications reached far beyond that. In immer wieder neuen Versuchen hat Jahn seine Hypothese geprüft, stets mit dem gleichen Ergebnis. Seine Kollegin Brenda Dunn, eine Psychologin, weiß, warum die Wissenschaft so wenig Notiz von ihrer Arbeit nimmt. We have a tendency to be a bit arrogant. Wir sind einfach zu arrogant. Wir glauben, dass wir mit Hilfe der modernen Wissenschaft alles entdeckt haben, was es zu entdecken gibt. Dabei gibt es ganz große Bereiche, mit denen sich die Wissenschaft nicht beschäftigt hat, einfach weil sie sich wissenschaftlichen Methoden entziehen. Wie hoch und wie lange das Pendel schwingt, das hängt von vielen Faktoren ab, die zusammen ein Zufallsergebnis produzieren. Kann die Frau den zufälligen Ausschlag des Pendels durch ihr Wünschen beeinflussen? Das ist die Frage. Die Antwort von Jahn und Dunn ist ja, auch wenn sich der Effekt nur in Zahlen weit hinter dem Komma messen lässt.
Unsere Experimente funktionieren wie Spiele, damit die Versuchspersonen mit Spaß und Interesse dabei sind. Das halten wir für einen wichtigen Aspekt der von uns untersuchten Phänomene. Schier endlos ist die Reihe der Versuche. Alle sind sie im Computer gespeichert. Was steckt hinter diesen irritierenden Ergebnissen? Wir suchen die Leute nicht aus. Sie kommen freiwillig. Keiner behauptet, besonders begabt zu sein. Sie haben einfach Interesse an der Sache. Einige sind skeptisch, andere nur neugierig. Wir trainieren die Leute nicht und wir verlangen auch nicht, dass sie nach einer besonderen Methode vorgehen. Wir sagen ihnen nur, das ist das Ziel. Versucht, mehr hohe als niedrige Zahlen zu bekommen oder wie immer der Versuch aussieht. Falls es klappt, dann sagt uns, wie ihr es geschafft habt. Auch der Rhythmus dieser Trommel ist von einem Zufallsgenerator bestimmt. Die Trommel stammt von einem indianischen Schamanen. Das passt wie die Faust aufs Auge. So denken viele, die Jans Arbeit nur von Ferne kennen. Humbug und Zauberei. Sie glauben, dass die Zahlen, die Jan und seine Leute vorlegen, in der Praxis keinerlei Bedeutung haben. One bit. Unsere Experimente zeigen eine Abweichung in 10.000 Fällen. Das scheint nicht besonders interessant zu sein. Aber bei Computern, die Milliarden von Bits pro Sekunde verarbeiten und bei Maschinen, die auf die Präzision dieser Computer angewiesen sind, können diese winzigen Effekte sehr schnell große Auswirkungen haben. Physiker haben überhaupt keine Erklärung dafür bislang. Ja. Es gibt natürlich verschiedenste Spekulationen über solche Zusammenhänge zwischen Geist und Materie oder zwischen dem Bewusstsein eines Beobachters und den materiellen Prozessen und Gegenständen, die der beobachtet. Aber es gibt nichts, was jetzt wirklich den Status einer bestätigten Theorie beanspruchen kann. Aber diese sehr, sehr, sehr kleinen Abweichungen sind, wenn also diese ganzen Auswertungen richtig sind, signifikant. Das heißt, man muss die ernst nehmen. Ja, und wenn man das wirklich muss, dann ist es natürlich für die Physik eine Herausforderung. Man kann natürlich fragen, ob das alles nicht nur Zufall ist. Aber wenn wir unsere Ergebnisse statistisch untersuchen, dann ergibt sich, dass die Wahrscheinlichkeit dafür nur 1 zu einer Billion ist. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Es gibt auch diese ungeheuren Geschichten. Also ich erzähle noch eine. Ich will einer Mitarbeiterin, die eine tolle Mitarbeiterin ist, was ganz Schönes schenken zu Weihnachten. Und ich gehe in einen Laden, kaufe was Herrliches, bin an der Kasse, will das gerade bezahlen. Da sehe ich so an einem Nebentisch so dekorierte Geschenke. Und plötzlich sehe ich mich, das, was ich gerade kaufen will, auf diesen Tisch legen und stattdessen ein dort dekoriertes Paket ergreifen, das bezahlen und hinter der Kasse gucke ich, was ich gekauft habe. Ich habe gekauft einen Ordner für Kochrezepte mit so lauter Gerätschaften dazu. Ich habe noch nie gehört, dass sich diese Mitarbeiterin für Kochrezepte interessiert. Ich schäme mich, es ist mir peinlich, aber es ist mir jetzt auch blöd, der Verkäuferin zu sagen, wissen Sie, ich hatte gerade einen Einfall von geistiger Umnachtung, entschuldigen Sie bitte, ich muss das jetzt wieder umtauschen. Also ich gehe mit diesem beklommenen Gefühl in die Redaktion und sage der Mitarbeiterin, also ich habe was völlig Eigenartiges gemacht und ich gebe dir gleich den Kassenbon, du kannst es also dann sofort umtauschen. Sie guckt in die Tüte und sagt, das hast du bei Form und Farbe gekauft. Das gab es auch noch in grün-weiß gestreift. Vorigen Samstag habe ich davor gestanden und wollte es mir kaufen, aber es war mir zu teuer.
wo ich merke, da ist irgendwas, das kann ich nicht erklären. Science is really a process of learning, of understanding, of acquiring Wissenschaft, knowledge. Das bedeutet doch zuerst beobachten, dann verstehen und schließlich wissen. Dazu gehört auch eine gewisse Naivität, der Mut zu bekennen, das weiß ich nicht. Wenn ich alles weiß, kann ich nichts Neues lernen. Ein guter Wissenschaftler muss diese Offenheit haben, den Mut, Fehler zu machen und zu erklären. Da ist etwas, was ich nicht verstehe. Ich werde es so präzise und so unvoreingenommen wie nur möglich beobachten. Das ist wissenschaftliche Objektivität im eigentlichen Sinne. Which is what the whole concept of objectivity was about. Ich sehe zwei Gründe, warum ein Physiker sich für diesen Bereich interessieren könnte. Zum einen, weil er oder sie neugierig ist. Und zum anderen, weil er oder sie selbst solche Dinge erlebt hat. Bei mir trifft beides zu. Was waren das für Erfahrungen? Telepathie. Wussten Sie, dass etwas Bestimmtes passieren würde? Oder standen Sie in Verbindung mit jemandem, der sich nicht im Raum befand? Ich merkte, dass ich etwas über bestimmte Ereignisse wusste, ohne dass ich eigentlich davon wissen konnte. Das hat mich interessiert und ich wollte mehr darüber wissen, auch als Wissenschaftlerin. Professor Palikari lehrt an der Universität Athen. Am Institut für Grenzgebiete in Freiburg verbringt sie ein Forschungssemester. Hier läuft ein Programm, bei dem die Ergebnisse der Peer-Versuche überprüft werden. Daran arbeitet auch der Diplompsychologe Holger Bösch. Wir versuchen zunächst, Experimente, die bereits in Princeton durchgeführt wurden, zu replizieren. Wir machen das zusammen in einem Verbund von drei Institutionen. Also Princeton versucht, die Arbeit nochmal zu wiederholen, die sie bereits geleistet haben. Die Universität Gießen unter Professor Feitel versucht es zu tun und wir auch. Wir haben unterschiedliche Schwerpunkte. Unsere Schwerpunkte sind psychologischer Natur in der zweiten Phase. Und in der zweiten Phase in Gießen sind die Schwerpunkte physiologischer Natur. Das soll heißen, dass wir versuchen, psychologische Variablen zu finden, die eventuell Leute unterscheidbar machen, die diese Phänomene oder die diesen Effekt produzieren können und andere, die den eben nicht so einfach produzieren können. Dieser Überlagerungsprozess wird durch den kleinen Zufallszahlengenerator, das ist diese graue Maschine hier, gesteuert. Die produziert wie wild einzelne Nullen. Wir sammeln immer diese einzelnen Nullen und diese einzelnen Nullen führen zu einer Veränderung. Das ist so ähnlich, als wenn jemand eine Münze wirft und immer wenn die 1 kommt, dann kommt die Welt ein bisschen in den Vordergrund. Immer wenn die 0 kommt beim Münzwurf, dann kommt der Teppich ein bisschen in den Vordergrund. What we really need at the moment. Wir suchen nach einem überprüfbaren und wiederholbaren Muster, nach dem diese Verbindung zwischen Geist und Materie funktioniert. Natürlich gibt es sehr gewichtige Gründe dagegen, dass Wünschen oder Hoffen die Realität beeinflussen könnte. Ich nehme diese Argumente sehr ernst. Du kannst im Prinzip machen, was du willst. Es gibt ja keine physikalische Wechselwirkung zwischen dir und dem Bild oder dem Zufallszahlengenerator, soweit wir das eben ausschließen können. What I'm offering to you is a model. Ich kann Ihnen nur ein hypothetisches Modell anbieten. Wenn wir versuchen, dieses Bild zu beeinflussen, dann ändern sich die Ergebnisse gegenüber der statistischen Erwartung auf eine vorhersagbare Weise. Und daran arbeite ich. Super. Wenn wir jemanden fänden, der 10-mal das Experiment durchführen könnte und immer ein signifikantes Ergebnis erzielt, würde ich eigentlich erstmal die Maschine auseinanderbauen und gucken, ob da was nicht stimmt. Weil solche Leute haben wir bis jetzt nicht gefunden. Es gibt Schwankungen. Wir können ja aus den
Experimenten, die bis jetzt durchgeführt wurden, sehen, wie klein der Effekt ist. Und dann können wir auch errechnen, wie groß so eine Experimentalserie sein muss, damit dieser Effekt überhaupt zum Vorschein kommen kann. Es ist für mich viel einfacher, die Leute mutlos zu machen, als nun sehr optimistisch zu machen. Wenn ich ihnen also sage, oh, sie sind bloß ein Techniker, dann haben sie kein Geschick, aber versuchen sie es trotzdem. Ja? Wenn ich Leute richtig, wenn sie sich mutlos fühlen, dann beobachten wir negative Effekte. Na, dann verschwinde ich im Grund. Aber fünfmal hintereinander die Erde, das ist natürlich auch... Das würden sozusagen Parapsychologen unter Psi-Missing verstehen. Das scheint so eine Hypothese Menschen zu geben, die, wenn sie sich etwas wünschen, genau das Gegenteil erreichen von dem, was sie sich wünschen. Das kennen wir ja auch aus dem wirklichen Leben. Da gibt es ja auch eine ganze Menge Menschen, denen das anzuhaften scheint. Der Zufall hat ja nicht nur positive Seiten. Es gibt auch furchtbare Zufälle, erschreckende Zufälle. Also zum Beispiel ein Anstreicher, der jemanden, der das Zimmer streicht, plötzlich erzählt, dass der sagt, wieso können Sie eigentlich so lange überbleiben, ist Ihre Frau nicht sauer? Sagt, denn ich habe meiner Frau, als wir 25 Jahre verheiratet waren, ein Auto geschenkt. Und dann ruft mich die Polizei an und meine Frau ist tödlich verunglückt. Und ich rufe unseren Sohn an, der bei der Bundeswehr in Kiel ist. Und mein Sohn kommt, holt seine Freundin und deren Eltern und die fahren zur Beerdigung. Und mich ruft die Polizei an und die sind alle tödlich verunglückt. Und mein Sohn hat einen unehelichen Sohn hinterlassen. Und ich hatte für beide eine Lebensversicherung abgeschlossen. Und dann kam das Vormundschaftsgericht und sagte, ich sollte das jetzt mal unterschreiben, die Vaterschaft anerkennen und das auf ein Sperrkonto überweisen. Und ich war in dem Moment nicht in der Stimmung, das zu tun. Und dann habe ich noch so überlegt, weil das ja fremde Leute dann verwaltet hätten. Und dann ruft mich die Polizei an, dass das Kind in seinen Kissen erstickt ist. Und vier Monate später hat dieser Mann selbst einen ganz schweren Unfall, nachdem er ein halbes Jahr im Krankenhaus liegt. Also wo so eine Vision entsteht, hinter dem ist irgendjemand her. Wie zufällig ist das Wetter? Und was haben wir mit Sonne und Regen zu tun? Am Peer-Institut in Princeton haben sich die Leute kurioserweise sogar diese Frage gestellt. In Princeton, graduates from the university come back every year and have a big celebration. Die Absolventen von Princeton haben jedes Jahr ein großes Treffen gleichzeitig mit den Feierlichkeiten für die neuen Absolventen. Die Veranstaltungen sind zum größten Teil im Freien bei meist gutem Wetter. For all these parties and celebrations outdoors. And because the data exists, weil die Wetterdaten der letzten Jahrzehnte vorliegen, konnte ich wissenschaftlich präzise untersuchen, ob das Wetter zu dieser Zeit in Princeton besser ist. Unter Umständen deshalb, weil die Leute sich das wünschen. An diesem speziellen Wochenende regnet es in Princeton tatsächlich weniger als sonst. Und auch weniger als in der Umgebung am gleichen Tag. Das ist das Ergebnis. Ist das nun ein Zufall oder schon ein Muster? Jedenfalls hätte es beim ersten Festakt nach der Veröffentlichung der Studie fast geregnet. Der Wetterbericht sagte Regen voraus. Ich war natürlich ein bisschen besorgt, gleich im ersten Jahr den Gegenbeweis geliefert zu bekommen. Bei solchen Untersuchungen kann natürlich ein einzelnes Ereignis nicht als Beweis für oder gegen die Hypothese dienen. Aber ich muss gestehen, dass ich mich freute, als es nicht regnete. I see you brought your umbrella nonetheless, though. Yeah, just in case. But Hal makes the final decision on whether it rains on graduation day. As far as you know, has it ever rained here on graduation commencement day? 1837? Im Englischen und auch im Deutschen gibt es die Redewendung, alle reden vom Wetter, aber keiner tut was.
Vielleicht sollten wir uns nach dieser kleinen Untersuchung diese Bemerkung doch besser verkneifen. Also ich versuche jetzt mal mit der Erde. Es kommt sicher wieder das andere nach alter Erfahrung. Geht es Ihnen in Ihrem Leben auch so? Also ich, viele Leute sagen das, aber ich glaube nicht. Ich versuche das immer rational zu sehen. Also ich glaube, man täuscht sich darauf. You've noticed that different people use different strategies. Uns ist aufgefallen, dass die Leute ganz verschiedene Strategien benutzen. Aber auf lange Sicht wächst der Erfolg nicht durch einen Lerneffekt. Was die Leute lernen, ist zu wissen, wann es klappt. Sie wissen, wie es sich anfühlt, wenn es funktioniert. Ich versuche es nochmal ganz stark. Ja, gut. Noch ein bisschen. Ja. Ha. They can almost identify ahead of time when that feeling. Sie ahnen den Erfolg fast schon voraus. Aber wenn man versucht zu beschreiben, wie das ist und wie das klappt, dann ist das wie beim Verlieben. Wenn man sich verliebt, dann weiß man das, aber man kann es nicht erzwingen. Hat Liebe was damit zu tun? Das könnte schon sein. Wir machten eine Reihe von Experimenten mit zwei Personen. Wir wollten herausfinden, ob zwei Leute, von denen jeder für sich ganz erfolgreich gewesen war, in einem gemeinsamen Versuch den Effekt verdoppeln könnten. Wir fanden heraus, dass anscheinend das Geschlecht der Versuchspersonen eine Rolle spielte. Bei zwei Männern oder zwei Frauen war das Ergebnis sehr durchschnittlich, eigentlich sogar ein bisschen rückläufig. Aber Liebespaare, und die gab es bei uns auch, erzielten Effekte, die ungefähr 7-mal über dem lagen, was jeder für sich allein bewirkt hatte. The way I generally think of it is that human consciousness is a part of das menschliche Bewusstsein ist meiner Ansicht nach Teil eines viel größeren Systems. Es ist nicht einfach nur eingeschlossen in unseren Schädel und dadurch von der Welt getrennt. Ich glaube, dass durch die Gedanken, Wünsche und Hoffnungen tatsächlich eine Interaktion stattfindet. Und wir so dem Zufall auf die Sprünge helfen können. Ich denke, man kann aus unseren Experimenten selbst das kaum ableiten. Also, dass man eben durch Wünschen tatsächlich auch makroskopische Dinge beeinflussen kann. Andererseits ist es natürlich so, dass die Experimente überhaupt nur deshalb durchgeführt wurden, weil es im makroskopischen Bereich Phänomene gibt, die berichtet werden, die nur so schwer zu kontrollieren sind, dass man eigentlich sagen muss, ja, da kann immer noch Betrug und so ein Unsicherheitsfaktor eine Rolle spielen. Und das ist bei uns quasi ausgeschlossen. Aber wir müssen sozusagen dafür büßen. Unser Effekt wird dann ganz, ganz klein. Zufälle sind weder wiederholbar noch bestellbar noch sonst irgendwas. Also widersprechen sie der wissenschaftlichen Sicht. Und die Zufälle sind höchst gefährlich, und zwar auf zweifache Weise. Erstens zeigen sie mir meine Ohnmacht. Wenn da Dinge passieren, die ich nicht plane, ich auch plötzlich fühle, dass ich irgendwie Teil von was werde. Das spüre ich ja richtig, dass ich so, es gibt Menschen, die schildern dann, dass sie sich wie fremdgesteuert plötzlich fühlen, wenn ihnen sowas passiert. Und sie sind auch beschämt darüber, dass ihnen solches, es ist ihnen peinlich. Dann zeigt das, dass diese Selbstbestimmtheit unserer heutigen Kultur sehr wackelig ist, dass das meine Ohnmacht beleuchtet.
Also zum Beispiel der Tod des Grafen Berge von Trips, der nach Monza floh und dort das Rennen fuhr und tödlich verunglückte. Er hatte dafür abgesagt eine Reise einer Bauerndelegation nach Amerika. Diese Bauerndelegation, bei der er sonst gewesen wäre, wenn er das Rennen nicht gefahren wäre, ist mit der Maschine abgestürzt und alle sind zu Tode gekommen. Das heißt, das ist eine Synchronizität, dieser Mann musste irgendwie sterben. Der hatte sozusagen ein Doppelticket in den Tod. Wann ist es denn eigentlich gewesen, dass der Begriff des Zufalls so dominant geworden ist in der Ideengeschichte? Und das war Mitte des letzten Jahrhunderts. Das war, als Darwins Evolutionstheorie aufkam und sich dann natürlich auch durchsetzte, wo ja der Zufall eine große Rolle spielt im Zusammenhang mit dem Thema Mutation. Und zur gleichen Zeit wurde eben interessanterweise alles das, was früher immer so unter Teleologie, Zielgerichtetheit, Finalität, Causa Finalis, angesprochen wurde, das geriet ganz stark in den Hintergrund. Also psychologisch würde man sagen, das ist verdrängt worden. Die heutige Wissenschaft nimmt an, dass die Welt dort draußen unabhängig vom menschlichen Beobachter funktioniert. Wir sind nur Zuschauer, keine Teilnehmer. Die Implikationen dieser Experimente. Diese Experimente scheinen zu zeigen, dass wir aktive Teilnehmer sind, dass die Welt auf uns genauso reagiert, wie wir auf die Welt. Es hat natürlich viele Physiker gegeben, auch schon vor dem Ende dieses Jahrhunderts, die sich mit diesem Problem der Wechselwirkung von Geist und Materie oder möglichen Wechselbeziehungen zwischen diesen beiden beschäftigt haben. Und Wolfgang Pauli war sicher einer derjenigen, die das mit sehr großer Intensität und mit großem Engagement gemacht haben. Er war ein extremer Theoretiker, der von Experimenten wenig Ahnung hatte, aber den merkwürdigen Effekt, immer wenn er in ein Experimentallabor reinkam, dann schienen die Versuche fehlzugehen. Schien irgendwas zu zerbrechen, irgendwas runterzufallen, sodass tatsächlich die Experimentatoren sagten, wir wollen Pauli nicht bei unseren Experimenten haben. Er hat dann immer, wenn sowas dann passiert ist, so eine ganz eigenartige Spannung gefühlt in sich, so berichtet er das. Und wenn dann tatsächlich was kaputt ging oder wenn irgendwas runterfiel, dann war das für ihn aus seinem subjektiven Erleben heraus wie so eine ganz merkwürdige Erleichterung. Die eben dann damit zusammenhing, dass sozusagen dieser Pauli-Effekt eingetreten ist. Wir bekommen immer wieder Anrufe und Besuche von Menschen rund um den Globus, die uns von einem besonderen Erlebnis berichten wollen. Aber sie schämen sich dafür. Da heißt es, ich erzähle niemandem davon, weil man mich für verrückt halten würde. Aber diese Leute können nicht alle verrückt sein. Es ist traurig, dass Menschen aus unserer Kultur über solche Erfahrungen, die oft tief und lebensverändernd sind, nicht sprechen können, ohne ihre intellektuelle oder wissenschaftliche Glaubwürdigkeit zu verlieren. Their scientific or their intellectual credibility. C.G. Jung hat sich darum nie geschert. Für ihn hatten solche Momente immer eine besondere, tiefere Bedeutung. Bei Jung in Küssnacht findet Pauli ein offenes Ohr für seine ungewöhnlichen Erfahrungen. Der Nobelpreisträger, den viele für wichtiger halten als Einstein, tut sich mit dem Außenseiter und Gegenspieler Freuds zusammen. Pauli war aber auf der anderen Seite auch jemand, der immer klar gesagt hat, was wir hier tun, ist, wir spekulieren. Und was die Physik tatsächlich zu sagen hat, das berührt das Bewusstsein überhaupt nicht. Die Physik mit ihren Theorien beschäftigt sich, und das war natürlich jemanden der von der Güteklasse wie Pauli völlig klar, die beschäftigt sich mit der materiellen Realität. Ja?
Ob man damit glücklich sein will oder muss oder nicht, das ist eine andere Frage. Und Pauli war natürlich nicht damit glücklich, da Pauli wollte mehr. Schon vor der Begegnung mit Pauli hatte sich Jung eingehend mit dem Zufall beschäftigt. Der Auslöser, so beschreibt er es, war eine Analysesitzung mit einer überaus schwierigen Patientin. Die Frau erzählt ihm von einem Traum, in dem ein Skarabäus eine wichtige Rolle spielt. Jung sitzt dabei mit dem Rücken zum Fenster. Er hört ein Klopfen und als er sich umwendet, sieht er einen Käfer, den europäischen Verwandten des Skarabäus, gegen die Scheibe fliegen. Er öffnet das Fenster, fängt den Käfer und setzt ihn der Patientin auf die Hand mit den Worten: Ihr Skarabäus. Damit war das Eis gebrochen. Synchronizität nennt Jung solche bedeutungsvollen Zufälle, die wir in bestimmten Momenten unserer Biografie erleben. Jeder kennt das in seinem Leben, irgendwelche Erfahrungen von verblüffenden, beeindruckenden, Jung würde sagen, luminosen Erfahrungen, wo in einem bestimmten Augenblick, wo man auch emotional sehr mitgeht, mitbeteiligt ist, sich etwas als ein Vorkommnis zeigt, das unmittelbar realisiert wird als bedeutsam und im Zusammenhang stehend mit einer inneren Erfahrung. I certainly have experienced coincidences of a synchronistic nature in my life. Natürlich gibt es auch in meinem Leben Synchronizitäten. Das geht doch fast allen so. Ich halte das nicht für so ungewöhnlich wie andere. Other people might, but certainly being in this field. Wenn man in diesen Bereichen forscht, entwickelt man einfach einen besonderen Sinn für solche Synchronizitäten. Was man unter dem Mikroskop studiert, das passiert dann auch im eigenen Leben. Der Unterschied ist, ich akzeptiere diese Zufälle als etwas ganz Normales und sage nicht, oh Gott, was war das? Also es gibt sicherlich solche Ereignisse, ich will jetzt mal mit Absicht nicht Zufall dazu sagen, die jetzt auf den ersten Blick den Eindruck eines Zufalls erwecken könnten, ja, die ich einfach mal als Ereignisse bezeichnen würde, die für mich eine große Rolle gespielt haben im Leben. Sind Sie den Zufällen in Ihrem Leben dankbar? Ja, immer. Also von diesem Typus. Ja. Also manchmal fällt die Dankbarkeit natürlich schwer in dem Moment, wo das passiert. Es können ja auch Ereignisse sein, die einem im ersten Moment überhaupt nicht gefallen. Im Nachhinein würde ich sagen, ohne Ausnahme bin ich denen dankbar. Jemand, der ein Synchronizitätserlebnis erfährt, der ist sich völlig bewusst, dass er dieses Bedeutungserlebnis nicht gemacht hat. Es drängt sich ihm aus dem Erlebnis, aus dem Ereignis selber auf. Es hat in diesem Sinne etwas Luminoses, Einleuchtendes und es ist völlig klar, dass es nicht eine Konstruktion ist. Es ist nicht wie eine Interpretation, die bewusstseinshaft selber erzeugt ist. Sondern das Besondere gerade dieses Erlebnisses ist, es spricht mich etwas an, das sich als etwas Sinnvolles aufdrängt. These are the moments of inspiration, of creativity. Das sind Momente der Inspiration und Kreativität, vielleicht auch Momente einer mystischen Einheit mit der Welt. In solchen Momenten häufen sich auch diese synchronistischen Ereignisse. Denn jetzt ist der Schleier zwischen mir und der Welt zerrissen. Ich beobachte und erfahre die Welt ganz unmittelbar. Und die Welt scheint darauf zu antworten, als ob sie es merkte. Ich traf bei einer Nachbarin eine Frau, die so diese Ausstrahlung hatte, die Aufnahmeleiterinnen brauchen. Nämlich so Menschen, denen man auf der Straße seine Brieftasche zum Halten gibt. So präsent, aber doch so im Hintergrund, vertrauenserweckend, freundlich etc. Dann fragte ich die Nachbarin und sagte, fragen Sie die doch mal, ob die Interesse an so einem Job hätte. Die Frau rief mich an, wir machten einen Vorstellungstermin aus. Am Morgen des Tages rief sie mich an und sagte, sie könne leider nicht zu dem Vorstellungsgespräch kommen, weil sie nämlich eine Krebsdiagnose habe und zum Arzt müsse. Dann
dann habe ich sie 2 Monate später im Krankenhaus angerufen und sie sagte mir, dass sie ganz gute Aussichten hätte. Der Arzt sei also sehr zufrieden mit der Operation. Und ich sagte ihr, dass ich ihr bis Anfang September den Job freihalten könnte. Dann müsste ich neu besetzen. Ich hörte dann nichts mehr von der Frau. 3 Tage vor dieser Sendung kommt ihre Todesanzeige. Sie wird begraben an diesem Donnerstag um 11 Uhr. Das Thema, das ich ein Jahr zuvor ausgesucht hatte, hieß Trauerkleidung, den Schmerz zeigen. Also wusste ich weder was von der Frau noch sonst was. Und irgendwie ging mir das unheimlich nah, obwohl ich die Frau gar nicht gut kannte. Ich habe also den ganzen Vormittag auch an sie gedacht und am Abend rief ich die Nachbarin an und sagte, das wäre mir überhaupt nicht aus dem Kopf gegangen. Und dann sagte die Nachbarin, es sei noch viel schöner. Sie hätten alle auf dem Weg zur Trauerhalde die Sendung gehört. Und um 11:15, als sie die Autos verlassen mussten, hätte ich gespielt Ballade pour Adeline. Und das hätte diese Frau sich zu ihrer Trauerfeier gewünscht. Sie sind selber sehr bewegt bei dieser Geschichte. Ja, das steht mir richtig nahe. Wir sind die Bedeutungsgeneratoren quasi. Ich meine, je esoterisch, wenn wir annehmen, die Menschen kann man auf einem Kontinuum von ultra-esoterisch zu ultra-rationalistisch auftragen, dann ist natürlich für den Ultra-Rationalisten das sein Lieblingserklärungsprinzip, das ist alles Zufall. Und der Ober-Esoteriker, der Radikal-Esoteriker sagt zu dem Gleichen, das hat unheimlich viel Bedeutung. Es gibt keine Zufälle. Es gibt keine Zufälle. Auf diesem Kontinuum bewegen sich die Menschen. Wenn man will, kann man jeden Menschen da irgendwo sicher auch für verschiedene Aspekte seines Lebens unterschiedlich einordnen. Für Carl Jung ist Synchronizität ein akausales, verbindendes Prinzip. Diese Synchronizität könnte auch ein Modell für die Interaktion zwischen Geist und Maschine sein. Es könnte sein, dass unser Bewusstsein auf eine noch nicht näher beschriebene Weise die Fähigkeit hat, bei der Generation binärer Ereignisse einen Synchronizitätseffekt auszulösen. Die binären Ereignisse verschieben sich in Richtung der Intention. Das könnte überall im Leben eine Rolle spielen, denn Leben besteht aus solchen Ja-Nein-Entscheidungen. It could be that statistically, just by wishing. Das Interesse der Jahrmarkt-Esoteriker, das ist natürlich immens an solchen Dingen. Und das ist aber genau das Interesse, was mich jetzt nicht interessiert. Nicht? Und es gibt jetzt nicht nur aus der, was ich jetzt seriöse Esoterik genannt habe, nicht nur von daher gibt es Interessen, die sich mit diesem Bereich beschäftigen, sondern auch in der Philosophie der Wissenschaften, Philosophy of Physics. Natürlich auch Neurophysiologie und Neuropsychologie. Das sind Bereiche, für die ist es ein ganz essentielles Thema. Und zwar jetzt nicht natürlich im Jahnschen Sinn, dass da irgendwo ein physikalischer Apparat ist, mit dem wir in Wechselbeziehung treten, sondern in einem viel engeren Sinn und vielleicht auch in einem viel fruchtbareren Sinn für die Forschung. Nämlich in dem Sinn, dass es ja im menschlichen Gehirn dann auch diese Wechselbeziehungen geben müsste. Ein weiterer Versuch in Princeton, der Brunnen. Der Computer notiert präzise die Höhe und die Zerfallsmuster des Wasserstrahls und vergleicht sie wieder mit den Intentionen des Versuchsteilnehmers.
Die beobachteten Effekte haben für Professor Jan weitreichende Bedeutung, für jeden Einzelnen von uns. If one believes that I can by this process influence something that is, wenn man annimmt, dass ich auf diese Art und Weise etwas so Unpersönliches wie eine Aluminiumschachtel mit elektronischen Bauteilen beeinflussen lässt, dann lässt sich noch viel eher annehmen, dass ich genauso gut die zahllosen Zufallsprozesse beeinflussen kann, die die Abläufe in meinem Körper bestimmen. I can influence the myriad of random processes that control my own physiology. Our human bodies are of course a plethora. Wir bestehen aus endlos vielen Informationssystemen. Und bei diesen spielen auch statistische Erwartungen und Abweichungen von der Norm eine Rolle. Wenn ich also den Output von Einsen und Nullen aus einem Zufallsgenerator kontrollieren könnte, dann kann ich genauso gut die Prozesse beeinflussen, die mein körperliches Befinden bestimmen. Im Gehirn, im Blutkreislauf, den Knochen oder Muskeln. Neurophysiological or circulatory or structural or whatever. Weiter gedacht bedeutet das, wir sind in einem viel intimeren Sinne verantwortlich dafür, ob wir gesund werden oder krank. Jan rührt an ein Tabu. Wie Geist auf die Materie wirkt, dafür gibt es in unserem Weltbild kein Konzept. Denn was nicht ist, das darf nicht sein. Ich glaube, dass die etablierte Wissenschaft langsam erkennt, dass etwas dahinter steckt. Ein Kollege sagte, zugegeben, hier liegt tatsächlich eine Anomalie vor. Nur bin ich wahrscheinlich nicht mit Ihnen über die Ursache einer Meinung. Gut so, ich will gar keine Zustimmung. Ich weiß selber nicht, was dahinter steckt. Wenn wir uns endlich darüber einig wären, dass es diese Anomalien gibt, dann könnten wir weitermachen, anstatt sie ständig neu zu beweisen. Irgendwas ist da. Wir sollten es erforschen. Menschen, denen sehr ungewöhnliche Zufälle passieren, trauen sich auch gar nicht mehr, die zu berichten, weil sie Angst davor haben, dass sie, wie in zur Zeiten der Inquisition, dafür verfolgt werden können. Sie werden zwar nicht verbrannt, aber wer weiß, ob nicht so jemand dann doch den Arbeitsplatz verlöre, wenn er plötzlich erzählt, also eine Kollegin kommt morgens ins Büro und sagt, ich bin bekloppt geworden. Ich habe heute Morgen Nachrichten gehört und da war die Nachricht, dass Frau Süßmuth heute nach Afrika fliegt. Und ich habe seitdem das Gefühl, ich müsse da anrufen und sagen, die soll da nicht hinfliegen. Ich glaube, ich habe Schatten. Am Nachmittag kommt über den Ticker die Meldung, dass das Flugzeug von Frau Süßmuth notlanden musste und fast abgestürzt wäre. Das traut die sich nirgendwo öffentlich zu sagen, dass das passiert ist. Ich weiß das jetzt zufällig, weil sie es eben vorher gesagt hat. Das heißt, wir verschenken damit auch viele Chancen, weil das mit so einem Tabu umgeben ist, dass Menschen das gar nicht mehr auspacken, wenn es ihnen passiert ist. Ist der Zufall nur dadurch ins Spiel gekommen, dass wir halt über manche Dinge nicht genügend wissen, um zu wissen, wie es wirklich ist. Und das ist natürlich eine ganz zentrale Frage. Ich meine, es könnte ja leicht sein, dass eben heute unter dem zum heutigen Erkenntnisstand, wenn wir gerade diese Debatte über Jahn-Experimente und so weiter verfolgen, dass da diese übermächtig gewordene Rolle des Zufalls, dass es gilt, das wieder etwas zurückzunehmen und möglicherweise eben solche Themen wie Bedeutung wieder ein bisschen ernster zu nehmen. Auch für den Naturwissenschaftler, Physiker. I think it was Einstein himself who Einstein selbst hat seine Kollegen immer wieder daran erinnert, dass viele ihrer unerschütterlichen Konzepte eigentlich nicht mehr waren als bequeme Organisationsprinzipien, die die Physiker selbst eingeführt hatten, um ihr Denken zu formalisieren. Einstein nannte in diesem Zusammenhang ausdrücklich auch Raum und Zeit. Die waren für ihn eher menschliche Konstrukte als grundlegende physikalische Wahrheiten.
Vielleicht sollten wir beginnen, von emotionaler Nähe und Entfernung zu sprechen. Dann würde auch Zeit eher zu einer Frage der emotionalen als der physikalischen Beziehung. Und wir könnten unter Umständen Empfindungen für bedeutsame Ereignisse haben, die noch in der Zukunft liegen. Freiburg. Ein Versuch anscheinend ohne Versuchsperson. Wir sind vielleicht bereit zu akzeptieren, dass wir mit unseren Gedanken den Computer beeinflussen können. Aber die Ergebnisse der Experimente sind viel merkwürdiger, als wir uns träumen lassen. Normalerweise sitzen unsere Teilnehmer, Teilnehmerinnen einfach vor dem Bildschirm. Wir können es aber auch so machen, dass wir eine ganz bestimmte Zeit absprechen mit den Teilnehmer, Teilnehmerinnen. Und die sitzen dann zu Hause, die fahren Auto, sind irgendwo auf einer Weltreise. Oder zum Beispiel ist der Roger Nelson in Amerika. Und zu einer vorher festgelegten Zeit lassen wir den Zufallszahlengenerator arbeiten. Und der produziert eben die Zufallsereignisse. Ich schalte hier den Apparat ein. Die Versuchsperson sitzt 100 Kilometer entfernt. Und das funktioniert ebenso gut, solange die Versuchsperson sich konzentriert in einem günstigen Milieu sitzt. So, es ist merkwürdigerweise von der Entfernung unabhängig. Und was nun noch mysteriöser ist, aber wir müssen einfach die Dinge experimentell annehmen, auch wenn wir sie nicht verstehen, müssen wir offen sein, sagen, das ist, was wir beobachten. Das ist eine Unabhängigkeit von der Zeit. The answer came back quite promptly. Wir haben schnell gemerkt, dass der Effekt im testbaren Rahmen wenig von den zeitlichen oder räumlichen Abständen abhing. Auf den ersten Blick scheint das die Sache zu komplizieren. Aber tatsächlich vereinfacht es alles. Denn damit werden die Erklärungsmodelle für das, was wir hier beobachten, drastisch reduziert. Nehmen wir mal an, ich habe hier drin drei Würfel. Und die Aufgabe der Versuchsperson ist, eine hohe Summe von Augen zu erzielen. Ja? Dann könnten wir das so machen, wir sagen jetzt, das ist die Versuchsperson, wir machen das jetzt und die Versuchsperson versucht, weil ich schüttle, eine hohe Summe von Augen zu erzielen und danach gucken wir hin und sagen, oh ja, das ist vielleicht Durchschnitt, etwas über Durchschnitt, gut. Das ist die Standardmethode, wo man sich noch was gut bei vorstellen kann, könnte in dem primitiven Kraftbild sich das vorstellen. Aber es funktioniert ebenso gut, wenn wir dies machen. Im ersten Schritt schüttle ich die Würfel. Dann setze ich sie hier hin, lasse die Würfel hier stehen, bis zwei Tage später meine Versuchsperson kommt. Und dann sage ich zur Versuchsperson, jetzt, wir haben hier Würfel, ich tue vielleicht so, als ob ich sie schüttle. In Wirklichkeit ist das schon alles Bestimmte. Und dann sagen wir, nun versuchen wir viele Sechsen, viele hohe Zahlen zu kriegen, machen das sehr spannend, die Versuchsperson guckt und wir heben es hoch und war nicht so erfolgreich in diesem Fall. Und was das Wichtige ist, dass die Versuchsperson am Ende das Ergebnis sieht. Und das scheint der psychologisch bedeutsame Augenblick zu sein, wenn das in das Bewusstsein der Versuchsperson eindringt. Wie in einem Film, der rückwärts läuft. Dann wäre natürlich auch der Zufall kein Zufall mehr. Wir haben diese Experimente mit ganz normalen Menschen durchgeführt, mit Freiwilligen. Sie haben diese Ergebnisse geliefert. Keine Superstars, keine besonders begabten oder ungewöhnlichen Leute. Menschen wie du und ich, aus allen Bereichen, die einfach neugierig darauf sind, mehr über ihr Menschsein zu erfahren. Dann stellt sich die Frage, inwieweit ist die menschliche Existenz als Schicksal zu denken oder inwieweit ist sie als, ich sage jetzt mal, Projekt zu denken. Ich halte es ja durchaus für möglich, dass es eine der vielen Fragen ist, die eben nicht einfach mit Ja und Nein beantwortbar sind, Ja oder Nein beantwortbar sind, sondern dass man sich genau überlegen muss, über was man eben dann im Leben spricht,
Es gibt natürlich sicherlich Dinge, die muss man als Projekt behandeln im Leben. Wenn man das nicht täte, wo kämen wir denn dahin? We need to expand physics. Meiner Meinung nach müssen wir die Physik erweitern, damit sie auch das menschliche Bewusstsein, in dem ja die Realität entsteht, mit einbeziehen kann. Wir müssen Physik so erweitern, dass sie subjektive Konzepte genauso leicht handhaben kann wie heute objektive Konzepte. Just as we moved from classical mechanics to quantum mechanics. Genauso wie wir von der klassischen Mechanik zur Quanten- und relativistischen Mechanik weitergegangen sind, müssen wir heute eine Mechanik formulieren, die den menschlichen Geist als einen wesentlichen Teil der Physik begreift. The entire physical system. Wir haben das Subjektive, Spirituelle und Mystische verworfen und uns nur an das gehalten, was zu analysieren, quantifizieren und zu messen war. Aber damit kommen wir nicht mehr weiter. Wir müssen uns dieser anderen Seite öffnen und sie wieder integrieren. Mit all dem, was wir als objektive Wissenschaftler in den vergangenen Jahrhunderten gelernt haben, müssen wir jetzt zurückgehen und uns dieser unterdrückten Seite mit der gleichen Präzision und Hingabe widmen. Wir immersen uns in der anderen Seite mit der gleichen Sophistikation, bringing this. So wird alles wieder zu einem Ganzen. Die Zufälle sind eigentlich so, wie Matthias Claudius in Der Mond ist aufgegangen beschrieben hat, nämlich: Seht ihr den Mond dort stehen, er ist nur halb zu sehen und ist doch rund und schön. So sind so manche Sachen, die wir getrost belachen, weil unsere Augen sie nicht sehen. Und ich glaube, so ist das mit dem Zufall auch. Er stupst uns auf die Dinge, die wir gerne in unserer wissenschaftsgläubigen Welt ausblenden. Ich glaube, dass die Mauer der Wissenschaftlichkeit allmählich löchrig wird und einen Ausblick doch ermöglicht, dass zum Baum der Erkenntnis mehr gehört als der Urwald des Wissens, in dem wir uns gerade immer verlaufen mit unserer Ansammlung von Informationen. Und dass die Menschen begreifen, dass was zu wissen noch nichts mit Verstehen zu tun hat. Und was zu kennen noch nichts mit Können zu tun hat. Und dass deshalb die tieferen Erkenntnisse dahinter liegen. Und dass das dazugehört, dass also das Bild nur vollständig ist, dass auch wenn ich den Mond nur halb sehe, ich trotzdem weiß, es gehört noch die andere Hälfte mit dazu. Das ist die Wissenschaft der Zukunft, kein Nebenschauplatz. Wenn wir vom Zeitalter der Information sprechen und diese Information in der Wissenschaft immer mehr in den Mittelpunkt rückt, dann müssen wir auch ihre subjektive Seite mit einbeziehen. Bring the subjective dimension into this. We have to acknowledge. Ohne das Bewusstsein ist alles nichts. Or we're going to be missing the entire point.